So, das Highlight des Tages. Die Fische sind da. Ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hm? Mal gucken. Ja, jetzt wird spannend. Ordentlicher Karton. Schauen wir mal. So, hier sind die Probanden ein bisschen lieblos zusammengewürfelt, aber schauen wir mal, wie es ist. Ne? Ich nehme eins raus. Eigentlich schon mal ganz gut aus. Aber die müssen jetzt auch raus. Und die Ranchos. Boah, ganz schön schwer das Päckchen. Ja, ihr kriegt jetzt Kumpels. Guckt euch das mal an, wie klar das ist. Wahnsinn, wa? Perfekt. So, die lasse ich jetzt erstmal ein bisschen noch da drin schwimmen. Obwohl, das sieht nicht gut. Ich glaube, die sind jetzt auf der Seite. Ich glaube, ich lasse rein. Das Wasser ist ja schön warm. Unser Thermometer zeigt aktuell 15, 16, 17, knapp 18 Grad. So, Charge 1 ist drin. Sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ich muss allerdings sagen, das Wasser in der Tüte ist kälter als bei mir im Teich. Aber da sind schon ein paar herrliche Viecher dabei. Geil. So, jetzt sind sie eingezogen und man sieht, sie fühlen sich gleich wohl. Ist natürlich ein bisschen mehr los jetzt. Einer ist ein bisschen verletzt an der Schwanzflosse hier unten da. Wir haben sie wahrscheinlich beim Fangen ein bisschen zu hart rangenommen. Aber das ist doch schon eine anständige Horde jetzt. Und Hunger haben wir. Wollen wir was reintun? Ein sehr schöner messingfarbener Rancho. Sehr schön goldig von der Flosse hinten. Hopp, die Neuzugänge fressen auch schon. Unglaublich. Und die Schubunken wollen schon treiben und wollen das die hier zum Ableichen zwingen, und aber die kommen hier raus, die nehme ich mit nach Langenhof. Die drei. Aber hier sollen letztendlich nur Fische mit Schleierschwänzen drin sein. Er ist mächtig gewachsen, mein lieber Scholli. Was für ein Satansbrocken. Außentemperatur knapp 10 Grad, Wassertemperatur 18.